Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Fighter Z. Im letzten Part hatten wir eine Auseinandersetzung mit C21, Freunde. Ja, es mag schon unglaublich klingen, aber ja, wir hatten in Kapitel 6 ziemlich viel zu tun. Leider habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Gegen Ende, ich dachte ja, komm. Ich kann ja sagen, dass ich gegen 21 gekämpft habe, aber es kommt sicher noch raus, ne? Dass ich mich mit Cell verbunden habe. Weil ist ja nicht das letzte Mal sicher, dass wir auf Cell treffen werden. So, es reicht, komm mal her. Das hast du jetzt nicht gemacht, ne? Du hast jetzt nicht mein Kamehameha abgeblockt. Beispielsweise mein Warp-Kamehameha. Willst du mich verarschen? So, es reicht langsam nämlich, deswegen verpiss dich. Das ist mir auch bewusst, dass der zerstört wurde. Der Knilch. Von daher kein Thema. Klar könnte ich jetzt einfach nur durchrennen. Aber gut. Bringt mir dann leider nur nichts. Na? Von daher mache ich das lieber mal so. Freezer-Klon, Dungeon-Klon und Trunks-Klon. So, so. Ob die was auf dem Kasten haben, sehen wir gleich. Ich denke, das ist alles dasselbe. Eigentlich könnte ich ja die schon offscreen killen, weil langsam aber sicher ist es nur noch das gleiche Spiel. Wir prügeln sie in die Umlaufbahn und sie können sich nicht wehren. Hallo? Ich möchte nur. Nee! Ach Gottchen! So, ja, gut, so kann man es ja auch machen. Immer wieder wechseln. Oh, wir zwei haben auch noch eine alte Rechnung auf. Oh, das war nice. Ich glaube nicht, Freezer. Heute nicht. Wunderbar. Man muss gar nicht für den Z-Wechsel aber es reicht, wenn man gegen die Seite klickt, wo der Gegner ist und L1 klickt, ne? So wechselt man auch ohne Probleme. Ja, von mir aus, mach mal, was du möchtest. Ich gehe dann mal hier lang, würde ich sagen, Freunde. Ja, das wird heute wahrscheinlich wieder mal ein kurzer Part, weil, wie ihr merkt, ja, sind wir wieder mal äußerst schnell durch und das
im letzten Part am Samstag, weil ich glaube, ich werde Freitag, Samstag, Sonntag einen Part hochbringen von Dragon Ball FighterZ. Dann haben wir heute eine chillige Ausklingrunde, da sowieso kein Dragon Ball Super kommt. Na? Willst du mich verarschen? Mein Key aufladen muss ich nicht, sorry. Mir fehlt nur ein bisschen die Genki-Dama bei Goku. Ach, das ist das Super Kamehameha. Und was ist sonst noch? Meteorkracher. Tja, du musst nicht noch reinrennen, du Pfosten. Gegen dich benutze ich Gohan. Kennen wir ja schon das Zusammenspiel, weil ihr seid was ist zu schnell, was das angeht. Habe ich jetzt den Boost umsonst gemacht oder bleibt der bestehen? Das weiß ich gar nicht, wenn man den Setwechsel einführt. Cool. Alle haben ein Level Up außer Gohan, aber der braucht auch keins, würde ich mal sagen gerade. Ach, Buu kommt wieder. Ist klar. Immerhin da oben, dann habe ich noch ein bisschen Zeit abzugraden. Weil ich glaube, die sind höher im Level als ich. Na, kann das sein? Ja, sogar. Sehr nice ist das. Auch wenn es nicht viel bringt. Haben sowieso keine Sonne gegen uns. Von daher kein Problem. So, jetzt bin ich gespannt. Na, was bringen Level 13er von euch? Lernt ihr auch irgendwann mal was dazu, irgendwie? Nicht auf die Fresse zu bekommen? Nein, ihr lernt gar nichts dazu. Aber ihr könnt blocken. Finde ich schon mal sehr nice. So, das war's mit dem Spasti. Und jetzt kommt Nappa noch. Und Goku ist nach dem Part wieder voll, weil wenn ihr Z-Wechsel vollführt, während ihr noch den blauen Balken seht, könnt ihr den blauen Balken offscreen wieder auffüllen. Ihr seht im Hintergrund, so Goku ist wieder ziemlich voll. Na, und natürlich jetzt nach Ende des Kampfes wird er wieder ganz voll sein. Was ich sehr nice finde. Und wir haben erst 10 Minuten durch und sind fast beim Bossfight. Das ist nicht ganz geil, ne?
Also doch, für die Schnelligkeit schon, aber ansonsten ist es einfach nur dumm. Da müsste ich theoretisch zwei Kärtchen machen, damit es überhaupt was bringt. Ihr merkt schon, wir sind schon jetzt overpowered as hell. Also ohne Mann. Du merkst gerade was, ne? Tja. Wenn du dich mit deinem Vater anlegst, bekommst du eins auf die Nuss. Nix Counter, ich counter dich, mein Freund. Wenn ich das sage, meine ich das eigentlich auch so. Auch so, mit dem Schwert gleich. Hast du nicht schon im ersten Teil, wo ihr euch gesehen habt, also in Dragon Ball Z, gesehen, dass dein Schwert kein Meter anstellt bei Goku? Ich glaube nicht. Sonst hättest du das jetzt unterlassen. Naja. Gut, dann haben wir auch das hinfort gefegt, das Stück Arbeit. Und jetzt können wir ein Level 20er Buu in die Tonne treten. Nice. Mal schauen, ob du wenigstens irgendwas auf die Reihe kriegst. Außer wieder dein Spam-Scheiß. Du gibst ja gar keine Gegenwehr. Und die kleine Gegenwehr, die du gerade getätigt hast, ist ja ein Witz. Oh Gott, oh verdammt, wie viel Damage du machst. Heiligsblechle. Das war jetzt nicht geplant, definitiv nicht. Aber gut, wären wir soweit durch. Und jetzt auf zu Vegeta. Ach ja, eins habe ich vergessen zu erwähnen. Wir haben im letzten Part als Seele mit Cell zusammengearbeitet. Nicht gerade unschön, ne? Vegeta no yatsu tashika ni kono atari ni iru hazu nan da kendo na. Oi, are miro. Vegeta. Anata no imochi mo kore made desu yo. Ikan. Anata. おやおや、皆さんお揃いのようですね。ですが、惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですが。あの女の餌？もっとも餌という意味ではあなたたち全員がそうなのですけど。いい機会です。ここで全員始末して差し上げましょう。お待ちください、フリーザ様。我々もお手伝いいたします。リフーム、バーター、チーズ、ルルダ、ゲニュー、ミラソファテ、ゲニュー突然隊、あ、あ
らずというか、なあクリリン、あれ意味あんか？まあいいでしょう。では全員まとめて始末するとしましょうか。Euer Ernst gerade. Aber nur Ginny und Frieza, das ist ein Witz. Ich hätte mich jetzt gefreut, gegen alle anzutreten, gegen das ganze Ginny Force Team. Naja, gut. Warum ist der reale Frieza da? Nur wegen der Auslöschung von Vegeta? Du hast doch wohl nicht alle Latten am Zaun. Das würde ich jetzt sein lassen. Das war ein Tritt, der gesessen hat. Was willst du tun, Ginny? Willst du wieder meinen Körper klauen? Ich habe eine Seele drin. Ich will mal sehen, wie du das machst. なるほど。セルが苦戦した理由が分かりましたよ。まさかここまで力を引き出すことができるとは。残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。おや、何です?俺たちがあの女の餌になるとはどういう意味だ?21号の目的は俺たちを倒すことではないのか。いいでしょう。私に善戦したご褒美に教えてあげます。フリーザ様、こいつらに情報を与える必要は。いいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。あの女、あなたたちに合わせて21号と呼びますがね、21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。なんだって？主にお菓子に変えて食べるようですがね。まったくふざけたやつですよ。なるほど、そういうことだったのか。マジかよ、そんな方法で力を吸収するなんて。まるでセリアブーみてえなやつだな。だがそういうことなら、21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。バカなことを言わないでください。21号はおる、あなたたちにもやられるつもりはありません。逃げるつもりか、フリーザ。ギニューさん、お任せください。グルド、金縛りの術だ。しまった。体が動かねえ。それでは皆さん、
近いうちにお会いしましょう。俺が気を失っている間にそんなことがあったのか。だが隙をつかれてフリーザに逃げられるとは、貴様ら相変わらず爪が甘いな。グルドの超能力のことはナメック星で戦って知っていただろうが。いや面目ない。ちょっとベジータ、あんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グースか寝てただけじゃ。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより21号に逃げられてからずいぶん時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当ならかなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ、早いとこやっつけないとまずいんじゃないの。やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ、おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。カカロット、貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。フン、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。チッ、おいおい喧嘩すんなって。それによベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたのはピッコロだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ああそうだな。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけだ。なんだと？はは、確かに気持ち悪いな。なあみんな、とりあえず今はさ、居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。確かにそうだな。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。よりによってこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとは。やむをえん、今回だけだからな。Ach, Vegeta, bist du ein miese Peter? Na, egal. Du musst es so oder so akzeptieren. Sonst bleibst du zu Hause. Oh, ne. Was zum Geier, wollen die noch mehr hinknallen? She's after revenge to Goku gegen Freezer. Okay, das wird im nächsten Part auf jeden Fall vorkommen. Das wird lustig. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Wenn es dann wieder heißt Dragon Ball FighterZ, Tüdelü.